Wir kommen jetzt zum nächsten Vortrag, der heißt Die Hype-Gesellschaft, vor dem Hype ist nach dem Hype. Es geht um viel heiße Luft, wenn ich es richtig gelesen habe. Wir haben hier als Referentin die Katrin Rönnecke aus Berlin. Sie ist Publizistin unter anderem. Unter anderem macht sie auch Publizismus. Und wir haben Marco Herak hier. Er ist aus Berlin und Oldenburg. Das ist ein Novum, dass Menschen aus zwei Orten kommen. Ich finde das großartig. Ist auch Publizist unter anderem. Und ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir können alle noch was lernen. Dankeschön, lieber Herr Urbach. Genau, kommen wir doch zu unserem Vortrag. Vor dem Hype ist nach dem Hype. Wir sehen hier ein sehr verzerrtes Bild von ein paar Lemmingen. Und dass das Bild verzerrt ist, war eigentlich keine Absicht, aber es hat tatsächlich eine Botschaft. Und zwar, die Lemminge sind ja sehr verschrien. Alle Menschen denken, die stürzen sich in Gruppen, Abhänge hinunter. Und das ist ein völlig verzerrtes Bild. Das machen die nämlich gar nicht. Aber trotzdem haben wir sie genommen, weil es eben so dieses Klischee vom Lemming ist. Und das passt ganz gut zu unserem Vortrag, der unvollständig sein wird. Und auch gemein. Und wie ihr aber am Ende alle feststellen werdet, nicht von der Hand zu weisen. Und deswegen fangen wir damit jetzt mal an. Beziehungsweise wir wollten anfangen mit einem kleinen Film mit drei Fingern. Ne? So. Okay, und wie macht man jetzt Play? Ich glaube, da musst du irgendwie zurückgucken. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Sound funktioniert. Haben wir Sound? Wir haben keinen Sound. Sound von dem Laptop, wunderschön. Das ist jetzt wunderbare Ironie. Ja, echt schade. Ich kann es leider nicht singen. Das tut mir wirklich leid. Ja, das habe ich gerade getan. Schlechte Idee. Aber die Aussage ist klar. Ich glaube, die Aussage ist ungefähr ein bisschen klar geworden. Die kommt gleich in der nächsten Folie. Ja. Wartet. Seid geduldig. Und wieder so. Erstmal kommt nämlich, ach nee, genau. Also, wer bei diesem Video nicht hacht, hat kein Herz, ist unsere Theorie. Denn es war ein wunderschönes Video. Ich weiß nicht, wer kannte es eigentlich nicht? Ein paar. Oh, ganz viel. Politisch interessierte Menschen. Eigentlich, wenn man es wunderbar laut hört und so eine große Leinwand hat und so weiter, wie wir uns das hier gedacht haben, dann macht das richtig Gänsehaut. Und man kann sich dem ganz, ganz schlecht entziehen. Außerdem war das Video ein Teil der Kampagne, die dafür gesorgt hat, dass Bush endlich weg war. Und heute fragen wir uns, was ist davon geblieben? Was ist von Obama geblieben? Er ist geblieben, aber von diesem Hype? Er weiß, wie lange noch. Genau, also wir geben euch so ein bisschen was zum Spielen in unserem Vortrag. Wir hatten gerade schon den Obama-Hype, also es ist leider jetzt der ganze Effekt nicht so ganz rausgekommen, egal. Dann erzählen wir ein bisschen was über die Begeisterung, über Echokammern, Konformitätsexperimente von Menschen, die laut sind, von Menschen, die leise sind, der Schweigespirale, wie unsere Nervenzellen funktionieren, über Aktienkurse, die Piraten und Twitter. Und ich fange an mit der Begeisterung. Und zwar kommt es ein bisschen aus der Verhaltensbiologie. Das ist jetzt so ein ganz anderer Einstieg als unser Video. Und der Verhaltensbiologe Konrad Lorenz, ein sehr, sehr umstrittener Mensch, ich sage es gleich dazu, bevor es irgendwie mir um die Ohren geknallt wird, das war doch dieser Nazi. Ja, der war in der Nazi-Zeit ziemlich aktiv und hat da viele dumme Sachen getan und hat sich hinterher aber auch sehr stark kritisch damit auseinandergesetzt. Und gerade auch in seiner Untersuchung oder seiner Betrachtung des Phänomens der Begeisterung hat er, glaube ich, sehr schön aufgearbeitet, was er selber da auch für einen Scheiß gebaut hat. Er sagt, Begeisterung ist ein echter autonomer Instinkt der Menschen, also Instinkt im Sinne von, das wird eben
ausgelöst. Das ist ein natürliches Element, das jeder von uns sozusagen besitzt und zu dem jeder von uns erstmal fähig ist. Und er sagt, oder seine These ist, dass es der Gegenpart zur Aggression ist. Und beziehungsweise nicht der Gegenpart, sondern die andere Seite der Medaille, sprich der Grad zwischen Begeisterung und Aggression, so sagt er, ist auch nicht immer so ganz klar. Also Begeisterung kann halt eben auch sehr schnell in Aggression umschlagen, was eben während dieser Nazi-Zeit ganz stark rausgekommen ist, wo sehr viel nationale Begeisterung dazu geführt hat, eben auch Aggression gegen die anderen Nationen zu empfinden. Und er sagt dazu, das subjektive Erleben der Begeisterung ist so groß, dass es ein Verhalten auslösen kann, das gegen die Vernunft spricht. Und damit beschreibt er auch die Gefahr, die in der großen Begeisterung liegt. Nämlich, dass im Zweifel Hemmungen fallen gelassen werden und dass auch entlang von Begeisterungslinien Menschen sich spalten. Und es gibt die einen, die sind von etwas ganz doll begeistert und das kann sich schnell zu einer Feindschaft gegen diejenigen entwickeln, die eben nicht so begeistert davon sind oder von etwas anderem begeistert sind. Deswegen sagt er, muss es kanalisiert werden. Er nimmt da zum Beispiel sowas wie Olympische Spiele oder auch Fußball-Weltmeisterschaft, wo so eine nationale Begeisterung eben auf dem Spielfeld ausgetragen werden kann. Vor allem aber, und das ist für mich der zentrale Punkt, muss Begeisterung diversifiziert werden. Sprich, es ist umso besser, je mehr Dinge man sich begeistern kann. Und nicht nur für eine Sache, sondern möglichst viele verschiedene Kulturen zum Beispiel, möglichst viele verschiedene Musikrichtungen, möglichst viele verschiedene Textarten und so weiter. Also je weiter der Horizont ist und je größer die Begeisterungsfähigkeit für alles Mögliche ist, desto weniger anfällig ist man eben für diese negative Seite davon, die dazu tendiert, Menschen zu spalten. Ein bisschen ähnlich funktioniert es auch mit den sogenannten Echokammern bzw. Filterblasen. Das ist so aus einer, jetzt hast du den Link so ein bisschen verkürzt, also die Quelle war eigentlich im Link mal drin, egal. Ihr könnt das ja alle nachlesen. Und Echokammern oder auch Filterblasen bezeichnen eben das Risiko, dass man sich in dieser Zustimmungsumgebung befindet, die immer wieder zurückwirft, was man selber sowieso denkt. Und die Meinungen polarisieren sich nicht. Also das ist sozusagen auch so ein bisschen das Fortführen von dem, was ich gerade mit Konrad Lorenz eingeleitet habe. Es wird nicht divers. Es geht immer so ein bisschen in eine Richtung. Es wird nicht nach anderen verschiedenen Meinungen, zum Beispiel im Internet geguckt. Und es betrifft eben soziale Netzwerke ganz besonders, weil diese Konditionierung von Zustimmung in sozialen Netzwerken dazu führt, dass man eben diejenigen, die eh in der Echokammer mit einem sind, in den Blick nimmt und sich daran ausrichtet, was die von einem erwarten, was man sagt, was wird möglichst viel Begeisterung auslösen, um dann eben möglichst viel Zustimmung zu bekommen. Das ist schon eine Theorie, die teilweise sicherlich zutrifft, teilweise sicherlich nicht. Es ist wie immer so eine Art Idealtypus, um etwas zu beschreiben. Aber ich finde das ganz spannend, auch in diesem Zusammenhang zwischen, ja, wie sind wir Menschen eben fähig, Begeisterung zu empfinden und wie ordnen wir uns dann in unseren sozialen Netzwerken miteinander an. Und da gibt es ja eben sehr oft diese Phänomene von zum Beispiel Fan sein von irgendwas Bestimmten und bestimmte andere Dinge ganz doof und peinlich und nicht in Ordnung finden. Magst du auch mal was sagen? Ja, ich hoffe, das funktioniert ja auch, ja. Das Konformitätsexperiment von Asch hat dazu geführt, dass in der Wissenschaft, glaube ich, erstmal so dieses Gruppenverhalten und wie Gruppen auf das Individuum wirken präsent wurde. Und zwar hat er diese zwei schönen Bildchen nebeneinander gelegt und die Gruppen sollten sagen, welches von A, B, C denn dem linken Bild entspricht. Diese Gruppen waren unterteilt in eine Gruppe, wo einfach jeder sagen sollte, was er denn meint, was die Wahrheit ist. Ich glaube, es ist recht eindeutig, dass es dann C als Antwort war. Und da gab es eine Fehlerquote von 0,15%. In der zweiten Variante, ich muss hier ein bisschen aufpassen, in der zweiten Variante wurde dann
ja, Probanden reingesetzt, die dann gesagt haben, okay, A ist es oder B. Und haben dann quasi einen sozialen Druck auf ausgeübt innerhalb der Gruppe, was dazu geführt hat, dass wir eine Fehlerquote von 37% bekommen haben, die dann auch als eher niedrig angesehen wurde. Das wurde auch, glaube ich, dann mehrfach noch ausgeführt in verschiedenen anderen Studien, wurde zwar auch schon kontrovers diskutiert, hat sich aber über die Jahre hinweg gehalten und konnte nicht wirklich widerlegt werden. Also es war sogar so, dass die alle Probanden, die halt mitgemacht haben, also wirklich jeder von denen, die mitgemacht hat, hat mindestens einmal, wenn er in einer Gruppe war, die halt sozusagen verabredet sich für das Falsche entschieden hat, gesagt, es sei das Falsche. Also es, diese 37% Fehlerquote verschleiern, dass eigentlich 100% der Probanden dann mindestens einen Fehler gemacht haben, dadurch, dass die anderen gesagt haben, es sei das Falsche. Das heißt, letztendlich ist, haben wir auch dazu geschrieben, die Wahrheit eine Frage der Definition unseres sozialen Umfelds oder kann es sein? Ja, also was unser soziales Umfeld zu etwas sagt, was eigentlich ganz klar ist, es ist C. Beeinflusst, dass wir vielleicht doch überlegen, na gut, dann entscheide ich mich vielleicht doch für A, wenn die anderen auch alle A sagen. Und damit generieren wir natürlich Wahrheiten, die nicht die Wahrheit sind, leben also in einer Welt, die wir uns nur konstruieren. Und das heißt, wir können auch, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt mit unserem Leben oder als Gesellschaft, machen, was wir wollen, wenn man es denn gezielt anwenden könnte. Also ihr merkt, wir arbeiten so also ein bisschen uns an verschiedenen Theorien ab zu unserer Aussage hin, die kommt dann später. Eine weitere Theorie ist die Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Nölle-Neumann. Die ist schon 20, 30 Jahre irgendwie so alt. Und was man eben beobachten kann, ist, dass wenn es einen Hype gibt, dann sind ganz viele furchtbar laut. Und eigentlich sind die interessant, die gerade still sind, nämlich die nicht mit hypen. Und diese Stille ist eben diese sogenannte Schweigespirale. Also sie beschreibt das Phänomen so, dass wenn in verschiedenen Medien, damals war es vor allem das Fernsehen, eine bestimmte Meinung dominant ist, dann würden sich diese dominanten Meinungen gegenseitig immer weiter verstärken. Also es würde diese dominante Meinung immer mehr Anhänger finden, wohingegen die Gegenmeinungen immer leiser werden würden, bis dann eben nur noch die eine Meinung vertreten ist. Das ist eine sehr krasse Theorie. Sie wurde dafür auch von verschiedenen Seiten kritisiert, weil das eben, naja, so sehr absolut dargestellt ist. Aber sie hat es dann auch immer wieder, also es wurde auch in verschiedenen anderen Studien auch versucht oder aufgegriffen und konnte auch oft gezeigt werden, dass es das tatsächlich immer wieder auch gibt, solche Schweigespiralen. Also dass dann bestimmte Meinungen oder Ideen komplett untergehen. Womit sich natürlich auch die Frage stellt, ob ein öffentlicher Diskurs, der über Medien stattfinden soll, tatsächlich auch stattfinden kann, weil das hat sie ja damit auch in Frage gestellt. Und wichtig ist eben auch, dass das direkte soziale Umfeld auch ganz entscheidend ist. Also ähnlich wie bei dem Konformitätsexperiment ist es auch bei der Schweigespirale, kommt es eben darauf an, was das direkte soziale Umfeld und ähnlich wie die Echokammer auch, wofür sich das entscheidet. Und so ähnlich werde ich mich vermutlich tendenziell eher auch entscheiden. Wobei es natürlich, wenn man sich das bewusst macht, und das ist genau unser Ziel mit dem Vortrag hier, kann man sich auch darüber hinwegsetzen und sagen, okay, vielleicht entscheide ich mich bewusst mal gegen das andere. Das ist so ein ganz klassischer, um jetzt zu den Hypes zu kommen, also es war so ein bisschen der Vorlauf gerade, jetzt kommen wir tatsächlich zu den Hypes. Das ist so ein klassischer Verlauf von einem Technologie-Hype, der in allen möglichen, es gibt ein neues iPhone oder es gibt ein neues, ich weiß nicht was, auch immer wieder rezipiert wird und immer wieder neu aufgegriffen wird. Und man sieht ganz am Anfang, gibt es eben diesen technologischen Auslöser, der dazu führt, dass alle Leute ganz riesengroße Erwartungen an die neue Technologie haben. Der Weltfrieden. Genau, es wird den Weltfrieden bringen. Ich weiß nicht, wer von euch den Vortrag von Katrin Passig auf der Republika gehört hat, aber die hat ja auch gesagt immer so, ja, es wird den Weltfrieden bringen. Und dann kommt das Teil der Enttäuschung, nein, es wird alle Menschen in den Krieg stürzen. Und irgendwann kommt dann dieses Pfad der Erleuchtung, heißt es hier. Naja, das ist natürlich auch sehr polemisch. Aber dass es sich auf irgendeinem
stabilem Niveau einfach einpendelt und man das, die neue Technologie halt einfach benutzt und nicht mehr so viel darüber hypt, ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne. Und das Interessante ist einfach, ich komme ja so ein bisschen auch, wir hatten vorhin schon Verhaltensbiologie, ich habe lange Biologie studiert, 3 Jahre. Das Interessante an dieser Kurve ist diese Kurve, die so ähnlich aussieht. Und hier sehen wir das Aktionspotenzial einer Nervenzelle. Hier unten ist, also Nervenzellen, kurz zur Erläuterung, reagieren eben, also wenn sie arbeiten, sind, kann man das mit Spannungen messen, also sie arbeiten eben mit elektrischen Spannungen, die hier abgetragen ist. Und das ist so das Ruhepotenzial, Ruhepotenzial heißt es tatsächlich auch einfach. Und wenn jetzt ein Reiz kommt und dieser Reiz dazu führt, dass ja, vielleicht so ein bisschen das Ruhepotenzial gestört wird, dann wird nicht viel passieren, sondern es gibt eine gewisse Schwellenspannung, die muss überschritten werden, also der Reiz muss schon stark genug sein, sonst passiert halt nichts, dass diese Zelle feuern wird. Ja, also dann, das ist dann diese Depolarisationsphase, also es geht richtig krass hoch. Das nennt man dann eben dieses Aktionspotenzial. Und wenn der Reiz nach einer Weile, also das ist hier so die Zeitachse, ein bisschen vorbei ist, dann gibt es eine Repolarisation. Und hinterher ist eigentlich die Zelle negativer geladen als vorher. Und in dieser Phase hier, und das ist das Interessante, was ich euch bitten würde, versuchen mitzunehmen, ist die Zelle nicht mehr reizbar. Also da könnte jetzt ein Reiz kommen, das nennt man die Refraktärzeit, sie würde aber nicht reagieren, es gibt kein neues Aktionspotenzial. Und ich glaube, so ähnlich ist es eben auch mit den Hypes. Ich glaube, in dieser Phase, wo gehypt wird und hinterher, hat man erstmal so eine Zeit, wo man nicht mehr so reizbar für dieses Thema zum Beispiel ist oder für irgendwie was auch immer. Also es gibt, glaube ich, diesen Effekt der Ermüdung, den man eben bei der Nervenzelle auch hat. Die muss ich erstmal wieder Stück weit erholen davon, dass sie dieses Aktionspotenzial hatte, diesen Effekt der Ermüdung. Und wenn dann jemand jetzt kommen würde und zu dem Thema etwas sagen würde, würde man wahrscheinlich gar nicht mehr zuhören, weil man einfach so genervt davon ist, auch ein Stück weit, und ermüdet. Und was jetzt das eigentlich Interessante ist, also ich Biologin und Erziehungswissenschaftlerin, der Marco macht eben auch ganz viel am Aktienmarkt, ist das hier. Das musst du aber erklären. Das ist der Chart von Volkswagen, als Porsche versucht hat, den Laden zu übernehmen. Das lief damals zwar auch sehr technisch ab. Das Chartmodell ist Candlesticks. Jede Kerze steht für einen Monat. Weiße Kerzen sind positiv, schwarze Kerzen sind negativ. Und die Linien stellen die Volatilität des Ganzen dar. Was ist Volatilität? Der Bewegungsradius. Also man sieht, das hat hier, es ist quasi nichts passiert, wie wir auch im Chart vorher schon gesehen haben. Und dann ging die ganze Sache plötzlich los und jeder, aus welchem Grund auch immer, musste diese Aktien haben. Und entsprechend sind die hochgekauft worden. Das ist hier, glaube ich, 200 Euro, wenn ich das sehe. Wir hatten in der Spitze, das sieht man hier in dem Chart nicht, tatsächlich auch Kurse von 1000 Euro. Das ging dann noch ein bisschen drüber raus. Und es ist dann sehr schnell abgeflacht. Und analog auch wieder zu dem anderen Chart, tiefer als vorher. Und bis heute, das ist, glaube ich, ein Chart jetzt von Freitag oder so, bis heute hat sich der Kurs eigentlich nicht über diese Anfangslinie bewegen können. Das heißt, die sind jetzt einfach drunter, die haben sehr gute Ergebnisse gebracht, sehr gute Geschäftsentwicklungen. Aber es interessiert sich mehr oder weniger keiner mehr dafür. Und wir sehen halt an den Candles, den Bewegungsspielraum, den die Aktie hat, hier sehr groß, also jeder hat sich damit beschäftigt, das ist hin und her gependelt und hier auch fast gar nichts. Das ist also langweilig, interessiert sich keiner mehr dafür und jetzt machen die wieder ganz normal ihr Geschäft weiter. Und dazu muss man sagen, dass das eine sehr lange Zeit ist, also für alle, die das hinten nicht sehen, hier steht das Jahr 2009 und hier sind wir bei 2012. Das heißt, dieses Desinteresse ist einfach sehr langanhaltend dann auch. Ne? Wenn man das jetzt ins Politische umdenkt, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, wenn wir
Themen haben, die uns bewegen, die wir in die Gesellschaft reindrücken wollen, die dann auch tatsächlich in dem Moment diese Schwellen überschreiten, dass wir eine öffentliche Diskussion und Wahrnehmung haben. Wir diskutieren sie dann, dann passiert vielleicht mal so ein Schnellschuss. Wir haben das jetzt mit der Beschneidung in der Politik gehabt, da kommt dann ganz schnell ein Gesetz. Und der gesellschaftliche Diskurs findet dann in der Breite und Tiefe gar nicht mehr statt, sondern flacht dann ab, ist unten unter der Wahrnehmungsschwelle und noch weiter drunter sogar, in der vorherigen. Und dann wabern diese Themen so vor sich hin und ich wüsste jetzt gar nicht, einen Zeitraum zu nennen, den es braucht, um sie dann wieder hochzubringen. Also das ist ein ganz beliebtes Beispiel ist auch aus der Schulpolitik, Bildungspolitik, wird auch immer wieder gesagt, ja, jetzt hatten wir in Hamburg irgendwie vor 2 Jahren war es, glaube ich, diese große Schuldebatte, der Schulkrieg hieß es. Es war auch in allen Medien und alle Menschen waren ganz furchtbar aufgeregt. Und jeder, der jetzt heute über Schulpolitik redet, sagt einfach nur, ja, wir können da gerade nicht viel machen. Die Leute sind völlig ermüdet davon, die wollen gerade nicht mehr darüber diskutieren. Wir können euch nicht ersparen. Wie kriegen wir da jetzt eine gute Überleitung hin zu den Piraten? Naja, also die Bewegung der Piraten ist ja tatsächlich jetzt sehr ähnlich. Wir haben da diesen großen Hype gehabt nach der Berlin-Wahl, wo sich dann auch jeder dafür interessiert hat. Da will ich mich nicht ausschließen. Und sind jetzt eigentlich in der Phase, wo jeder beginnt, das wieder zu hinterfragen. Und entsprechend geht es jetzt gerade bergab. Die Frage ist, wie tief runter. Und wir haben aber auch bei den Piraten etwas gehabt, das hieß ganz am Anfang, ich bin Pirat, da haben sich dann irgendwelche Leute hingestellt. Man sieht das auch heute noch auf Parteitagen, die werden dann immer ausgebuht, wenn sich dann jemand hinstellt, ich bin Pirat und möchte gewählt werden. Das war dieses Gruppenbindungselement für die Partei und es hatte auch sowas, für mich zumindest, sowas von bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Das heißt so dieses Abgrenzungsverhalten gegenüber dem Alten, gegenüber dem Anderen. Und wir sehen jetzt, wenn wir uns das auf, ja, also nicht nur auf Twitter, sondern auch in anderen Foren und es gibt ja verschiedene Ebenen, wenn wir uns die Art und Weise ansehen, wie die Piraten miteinander einen Diskurs führen, dann erinnert mich das eigentlich jedes Mal, gerade auch auf Twitter, auf eine sehr unangenehme Art und Weise an die Hype-Situation. Das ist jedes Mal ein neues Thema, es ist jedes Mal was quasi anderes. Den Gate. Ach ja, Gate heißt es ja. Entschuldigung. Und es ist für mich in der Wahrnehmung etwas sehr Unpolitisches. Es wird, man haut aufeinander ein, man macht sich gegeneinander nieder. Es ist sehr persönlich dann auch, auf warum auch immer. Aber das Thema an sich wird in der Breite nicht diskutiert, es geht dann quasi unter. Und das Ganze erinnert mich eigentlich an etwas aus meiner Schulzeit. Ich habe nämlich das Buch Die Welle lesen müssen, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Und da ist diese gesamte Bewegung, so wie wir sie jetzt wahrnehmen können zurzeit, das wird sich ja dann wieder ausdifferenzieren, ist sie eigentlich genau beschrieben. Das heißt, wer sich dafür interessiert, kann es nochmal lesen. Er wird da sehr viel wiederentdecken. Jo, und Ähnliches passiert auf Twitter. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich bin da mittlerweile nicht mehr aktiv. Und Grace Dent, die eine Kolumne schreibt in Großbritannien und eine sehr berühmte Persönlichkeit ist, weil sie tolle Jugendliteratur schreibt, hat auch ein Buch geschrieben über Twitter. Das heißt How to Leave Twitter. Und ich habe mir da so ein bisschen ihre Einleitung rausgezogen, weil sie das ganz schön beschreibt, wie das ist, wenn man auf Twitter ankommt. Also sie sagt so, man kommt an und meldet sich eben an, legt sich einen Account zu, findet sich irgendwie noch nicht so ganz zurecht, weiß nicht, wo irgendwas ist, denkt, mit mir redet irgendwie keiner, bis man halt so diese Menschenspalte entdeckt, ach Mensch, mich haben mir Leute irgendwie erwähnt. Und es wird ganz oft auch von anderen Menschen berichtet, dass irgendwann dieses Gruppenerlebnis kommt, ja, dieses jetzt bin ich mittendrin und ganz viele Leute mit mir und yeah. Und denken wir zurück an, was ich vorhin gesagt habe über die Begeisterung, genau das passiert dann. Also das ist auf Twitter meiner Meinung nach auch mittlerweile wirklich zu etwas geworden, wo die Begeisterung sehr oft dann auch ihre zweite Seite zeigt, nämlich die Aggression schnell bei der Hand ist. Und auch, was Konrad Lorenz gesagt hat, diese Begeisterung führt auch oft dazu, dass wir Dinge tun, die gegen die Vernunft sind. Nach 3 Stunden merken wir so, ich bin ja immer noch irgendwie im Nachthemd.
ich sollte eigentlich langsam mal duschen gehen oder so, morgens. Und ich kenne unendlich viele Leute, die auch sagen, morgens, bevor sie irgendwie auch nur einen Fuß auf dem Bett setzen, gucken sie erstmal, was auf Twitter los ist. Naja, und letztendlich ist es genau das, passiert eigentlich immer auf Twitter mit diesen Hypes. Es werden, irgendein Thema wird reingespült und es kocht ganz, ganz schrecklich hoch und alle sind irgendwie ganz fürchterlich in Rage oder freuen sich oder sind aus dem Häuschen, verbringen eben diese ganzen Stunden da drauf, leben in dieser Echokammer, die ihnen auch immer wieder das zurückgibt, dass das genau das ist, was man gerade tun muss, nämlich diesen Hype mitmachen. Und ja, letztendlich passiert aber hinterher wieder nichts. Also dann kommt diese Refraktärzeit, wo alles so ist wie vorher. Nichts hat sich wirklich verändert. Und die Leute sind auch müde mit dem Thema. Und ein Element bei dem Ganzen, was sicherlich sehr befördernd wirkt, das ist halt, dass man auf Twitter auch gerne so das Gefühl hat, man wirkt da nicht nur mit, sondern man generiert selber etwas. Also die wütende Mob, der auf jemanden einschlägt oder der die Themen beackert. Und das heißt also auch so ein gewisses Machtgefühl bei der ganzen Sache. Und Grace Dent nannte das Ganze oder nannte eine spezielle Gruppe auf Twitter zum Beispiel die Dudes in a Moral Panic, die halt eigentlich die ganze Zeit nur da sind und überall nach dem Schlechten in der Welt gucken und sich rauspicken, was gerade jemand falsch gesagt hat. Und da muss man dann sofort irgendwie ein Twitch-Fork gegen anstürmen und ja, also das sind so ein paar Phänomene und Elemente, die mich ganz persönlich wirklich irgendwann runtergezogen haben. Deswegen habe ich da auch die Reißleine gezogen mittlerweile. Und dieser Link da unten, falls ihr euch den abschreiben wollt, ist ein Artikel von Frank Schirmacher. Ja, bin ich letztens durch Zufall tatsächlich drauf gestoßen. Der ist auch schon ein Jahr alt, der Artikel. Es geht sehr viel um Zeit oder auch die Art und Weise, wie wir mit dem Ganzen umgehen und wie es uns selber auch verändert. Und ich würde das gar nicht so groß kommentieren. Ich denke mal, das muss man mehrfach lesen und drüber nachdenken und da kann man einiges draus mitnehmen. Also ich habe ihn jetzt erst einmal gelesen und habe ihn noch nicht verstanden. Deswegen werde ich ihn nochmal lesen. Aber es ist ganz viel eben drin mit Zeit und wie eigentlich dieser ganzen, wir sind ständig irgendwo in der Welt mit allen möglichen Menschen verbunden, unser gesamtes Zeitempfinden revolutioniert und auch unsere gesamte Zeitplanung revolutioniert. Die Kehrseite des Ganzen, und das ist eigentlich die interessante Frage, finden wir, um auch zu einem Weg zu kommen, wie man es vielleicht anders machen könnte, weil die These wäre schon, diese ständigen Hypes und rauf und runter verändern letztendlich nicht wirklich was, sondern im Zweifel wird man dieses Themas, was gerade durchgehypt wurde, einfach nur müde und hat keinen Bock mehr drauf. Da haben wir uns gefragt, wer hypt eigentlich nicht mit und welche Effekte hat das? Und ein sehr schönes Beispiel. Ja, dafür kriege ich ja im Regelfall Prügel, wenn ich mich für Angela Merkel ausspreche. Es ist aber tatsächlich so, dass sie eine der wenigen in unserer politischen Gesellschaft ist, die, was man ja auch immer vorwirft, nicht sofort, um es mal vorsichtig zu formulieren, nach vorne prescht und eine Entscheidung trifft und sagt, so muss es gemacht werden. Das nennt man Richtlinienkompetenz, die sie nicht ausspielt. Und wir sehen aber bei ihr immer wieder bei zum Beispiel dem Atomausstieg, wenn sich ein Zeitfenster öffnet für ein Thema, was ihr scheinbar wichtig ist, dann setzt sie das einfach um. Was ihr dann natürlich auch wieder als wankelmütig vorgeworfen wird. Aber man sieht an der Stelle, dass es tatsächlich aus einer privilegierten Position heraus möglich ist, von oben herabblicken, zu gucken, was tun die Leute da und dann schlussendlich natürlich auch politisch betrachtet, sich der Mehrheit anzuschließen, aber auch Handlungsspielräume zu nutzen, wenn sie sich denn eröffnen. So ein bisschen ist das ja dann auch die Person, die die Hypes vielleicht auch nutzen kann. Und darüber sollte man sich vielleicht auch im Klaren sein, wenn man mithypt, wem nutzt das Ganze dann auch? Also erreicht man damit wirklich das, was man will? Und dann haben wir geguckt, ja, wer hypt noch nicht? Uns sind dann so eingefallen, ja, Wochenzeitungen machen es in der Regel eher selten, weil sie ja einen langen Vorlauf haben für ihre Texte, Monatsmagazine ebenso, ausführliche Dokus, wissenschaftliche Arbeiten. Das sind meistens
ja, hype-freie Zonen und ehrlich gesagt in meinen Augen auch häufig das, was mehr Spaß macht, sich zu informieren und was in meinen Augen auch mehr bringt und mehr, ja, Nachhaltigkeit ist das Wort. Das wir nicht nutzen wollten. Das wir eigentlich nicht benutzen wollten. Jetzt habe ich es doch benutzt. Ja, wobei Hypes auch nicht unbedingt mit Beschleunigung zusammenhängen. Ich glaube, die gab es einfach schon immer, würde ich tendenziell sagen. Also ich würde sagen, das ist auch wirklich was, was im Mensch, wo der Mensch auch für ansprechbar ist. Deswegen hatte ich vorhin dieses mit den Nervenzellen auch gezeigt, mit dem Reiz. Ich glaube, das ist wirklich so ein Mechanismus, der irgendwie auch gar nicht immer unserer Kontrolle unterliegt. Also ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich noch nie mitgehypt hätte. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sondern, ja, ich glaube, Entschleunigung ist auch nochmal ein Thema, aber Nachhaltigkeit wäre vielleicht doch das Wort. Also Hypes durch Technologie erreichen wir tendenziell zurzeit nur mehr Menschen, die an einem Hype mitmachen. Aber ich glaube nicht, dass die Funktion an sich sich dadurch verändert hat. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch und wir können dann gleich zur Diskussion kommen. Wir wollten euch eigentlich noch einen wunderschönen Film zeigen, der uns alle zum Lachen bringt, nachdem wir jetzt so ein bisschen so ganz viele doofe Sachen gesagt haben. Und er sollte euch entspannen und er sollte euch ja auch so ein bisschen das bis hierhin Vorgetragene nochmal knapp zusammenfassen und am besten ironisierend. Wir hatten an Loriot gedacht oder Monty Python, aber leider war dieses Video in Deutschland nicht verfügbar und es tut uns echt leid. Aber damit sind wir jetzt durch. Dankeschön. Genau. Jetzt gibt's, Debatte. Ich, noch eine Frage, jetzt gibt es Prügel. Also ich mache das mal mit einem Lob, das war ein super Vortrag und jetzt gibt es noch ein bisschen Prügel. Die Kader verweist auf ihren Twitter-Account, den es nicht mehr gibt. Doch, den gibt es noch. Das ist ein Irrtum, das hat nur keiner verstanden. Sie ist seit mehreren Wochen, habe ich ihr Passwort und sie hat nur einen bedingten Zugriff und sie twittert wesentlich weniger, kann aber immer noch Sachen reinstreamen und das wird sie auch weiterhin tun. Also ich kann mich nicht einloggen, ich kann euch alle nicht sehen, ich habe keine Timeline, das heißt, ich muss da explizit draufgehen und so. Aber ich kann mit meinen mobilen Endgeräten halt irgendwie schummeln. Also wenn ich jetzt im Instagram bin oder sowas, dann kann ich schummeln. Bis sie ein neues hat. Okay, dann nehme ich den Shitstorm zurück. Ja, ich habe leider den Anfang verpasst, aber ich würde nicht sagen, dass Hypes immer unproduktiv sind, weil wir haben zum Beispiel zu den, ja gut, dann habe ich das jetzt wahrscheinlich genau verpasst. Ne? Also das ist, genau, wir haben angefangen mit diesem Video von dieser Yes We Can Kampagne, die zwar auch ein Hype ist und auch schön war und Gänsehaut und so weiter und tatsächlich ist Bush ja weg. Also das war ja wirklich ein Ergebnis. Das muss man ja auch festhalten. Ja. Naja. Ja, natürlich. Aber das war schon, also diese Kampagne steht jetzt ja nur symbolisch für den Hype, aber es gab einen Obama-Hype. Naja, Obama ist ja auch ein interessantes Thema in dem Zusammenhang, weil Obama macht ja, wenn man das mal so ganz nüchtern betrachtet, keinen sehr schlechten Job. Also er ist ja auch nur ein Gefangener seines Amtes, aber politisch gesehen habe ich da gar nicht so viel dran auszusetzen, aber, oder gehen die Hände hoch. er wird in der Wahrnehmung, ist er jetzt halt völlig enttäuschend und ganz schlecht und wir wollen ihn alle nicht mehr sehen und wird ziemlich runtergeredet. Also das spricht schon sehr für die Refraktärzeit der Nervenzelle. Ich wollte gerne noch irgendwie ein Beispiel sagen. Also zum Beispiel, irgendwie, wir haben irgendwie einen Hype über ein politisches Thema. Es kocht hoch, viele Leute beschäftigen sich damit, es geht im Twitter hoch und runter, Piraten beschäftigen sich damit, machen eine Liquid Feedback-Initiative, am Ende kommt was bei raus und auf dem nächsten Parteitag wird dann darüber abgestimmt, ob das ins Programm kommt oder nicht. Also da ist es dann auch schon irgendwie auch produktiv und auch wenn es dann nicht mehr das hochgekochte Thema ist, ist es dann irgendwie thematisch mal gesetzt, so jetzt als Beispiel. Jo,
Also ich glaube auch, dass es gut ist, seinen Social-Media-Konsum zu reflektieren und dass es sinnvoll ist, sich zu fragen, ja, wo hänge ich denn jetzt hier überhaupt noch drinne? Kann ich denn jetzt hier überhaupt noch sinnvolle Diskussionen führen, die wirklich über den Moment hinweggehen? Also ich glaube auch so der Echtzeitbegriff ist da vielleicht auch wichtig, dass ich eben versuche, mich aus dem Jetzt sozusagen hochzuheben und eben mal ganz raufzuschauen. Und dann ist vielleicht auch das möglich, was ihr mit dem bösen Wort nachhaltige Politik bezeichnet habt. Ich weiß aber nicht, würde ich jetzt andersrum auch mal in den Raum stellen, ob es so eine nachhaltige Politik überhaupt geben kann, ob Politik so stattfindet oder ob Politik auch ganz häufig auch ein Zusammenwirken von Zufällen ist. Also ob Politik mehr ein Zusammenwirken von Zufällen als das Bohren dicker Bretter ist. Das muss man sich auch mal fragen. Und das ist natürlich für die Piratenpartei extrem wichtig, glaube ich, weil die Piratenpartei ja für sich das Versprechen hat, das ja ein tolles Versprechen ist, dass man, oder zumindest verstehe ich es so, dass man eben politische Entscheidungen gerechter machen kann, indem man sie versucht, schriftlich und transparent oder auf, mit Software gestützt einer größeren Zahl von Leuten zugänglich zu machen. Und die Frage ist, führt das zu mehr nachhaltiger Politik oder nicht? Also das kann man sich wirklich mal fragen. Abgesehen eben von den persönlichen Implikationen wirklich, dass es für einen selbst, glaube ich, besser ist, wenn man nicht den ganzen Tag im Browser hängt oder in seinem Handy. Aber das ist jetzt wieder dieser Kulturpessimismus, der bei mir auch eingezogen ist, nachdem ich mein Smartphone abgeschafft habe. Ich verspreche, ich werde das jetzt nicht weiter breit treten oder so, aber ich habe es schon auch gemerkt, ne? So. Und, aber ich glaube, es ist immer so, dass es ganz viel mit der Zeit zu tun hat und dass man eben sein Aktionspotenzial wieder runterkochen muss und schauen, was wirklich richtig ist. Aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist für nachhaltige Politik oder für gute Politik. Ich glaube, der Punkt ist, wir müssen einfach Mechanismen dafür entwickeln. Also wir müssen uns dieser ganzen Sachen bewusst werden, dass das ein Problem ist, was vielfach tatsächlich nicht der Fall ist. Wie da eine Lösung aussieht, also kann ich dir auch nicht sagen. Nee. Vielleicht brauchen wir andere Infrastrukturen. Als Twitter. Ja, meine These ist ja, dass so ein bisschen gezieltes Agenda-Setting vielleicht oder auch Wissen darüber, wie man das eigentlich angehen sollte, wie man das betreibt, dazu helfen könnte. Also das ist so ein Ansatz, den ich als Idee hätte. Wobei wir das wahrscheinlich ja schon haben. Also gerade so diese Obama-Kampagne auch, die hat ja ein Ziel. Obama sollte Präsident werden. Das heißt, da wurde auch dieser Hype gezielt gefördert, damit der Präsident wird. Das heißt, also es gibt schon Leute, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, die da auch versuchen, mit den Dingen zu arbeiten. Bloß halt auch immer nur für eine einzelne Aktion. Beziehungsweise man kann damit natürlich vielleicht auch, wenn man damit gezielt arbeitet, versuchen, Leute zu manipulieren. Ne? Wenn man weiß, dass wenn der Hype erst einmal läuft und man dann eben diesen Lemminge-Effekt hat, dass man dann die Leute vielleicht auch viel stärker beeinflussen kann. Aber jetzt weiter zu euch. Du hast es gerade schon angesprochen, bei der Kampagne war es das Ziel, dass Obama gewählt wird. Das hat mir generell bei den Vergleichen ein bisschen gefehlt, so wer so ein Hype startet und was so das Ziel sein soll. Also da würde ich zum Beispiel einen politischen Hype nicht unbedingt in die gleiche Kategorie werfen wie einen technologischen. Also wenn das neue iPhone rauskommt, dann wird ganz viel Werbung gemacht und darum wird gehypt, damit das Ding verkauft wird. Man hat zwar auch beim politischen Thema, möchte man natürlich die Leute für seine Seite gewinnen, aber ich glaube, das läuft trotzdem nochmal ein bisschen anders. Vor allem auch, weil das Ziel, also die Produktivität eines Hypes, wie ihr sie genannt habt, ein Unterschied ist. Und da wüsste ich jetzt ein paar Beispiele, nicht nur unbedingt bei den Piraten, aber schon ein bisschen nah, also was ACTA angeht zum Beispiel oder Netzsperren, wo durchaus am Ende was rausgekommen ist, was ich als Produktivität bezeichnen würde. Aber bei ACTA ist ja jetzt auch so ein gutes Beispiel, wo ich dagegen halten könnte, ja, wir werden wahrscheinlich in ein, zwei Jahren den nächsten Versuch haben, dass die Leute mit einem anderen Namen ankommen und versuchen, wieder solche Gesetze zu machen. Und dann ist die Frage, ist dann nicht alles schon zu müde, um dann nochmal genauso auf die Straße zu gehen? Also ist der gleiche Punkt auch wie bei der Obama-Kampagne. Es gab einfach ein Datum, zu dem du wusstest, bis dahin muss das erreicht sein und du kannst es mit der Masse erreichen, also mit den Leuten, die sich dafür engagieren. Und dann hast du, also du musst danach nicht mehr mit dieser Abschwungsphase arbeiten.
sondern die ist dir dann erstmal egal. Also deswegen ist das Beispiel schwierig. Also, aber ich überlege auch schon gerade, mir wird da wenig einfallen, glaube ich gerade. Zuerst die Frau. Nee, zuerst der als erster dran. Was mir ein bisschen fehlt, ist der größere Kontext, weil es gibt ja schon viele Themen, die irgendwie in einem kleinen Umfeld, also irgendwie auch wenn wir oft andere Überzeugungen sind, ist ja Twitter doch nicht die ganze Welt, einen Hype auslösen und dann vielleicht in diesem kleineren Kosmos tatsächlich diese Kurve genau so ähnlich sich fortsetzt, aber du während diesem großen Peak schon irgendwie diese Welle nach außen trägst und das Thema irgendwo anders weiter anstößt. Deswegen, das fehlt mir so ein bisschen, diese Betrachtung über irgendwie eine Gruppe hinaus, weil ich glaube, gerade in politischen Themen, also Stichwort ACTA irgendwie, gab es irgendwie eine sehr, sehr kleine Gruppe und dann wurde diese Welle immer größer und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwie ganz, ganz am Anfang mit dabei waren, zwischendrin bestimmt auch Phasen hatten, wo es irgendwie so, ja, entweder kein Bock mehr oder weiß ich nicht. Ich kenne das aus den feministischen Themen, da ist es, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn man halt dann irgendwie sieht, man hat es irgendwie in diesem Peak geschafft, irgendwie andere Leute mit diesem Thema zu infizieren, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man irgendwann selber mal wieder so ein bisschen abflacht. Jetzt ist MS Pro dran. Oder sollen wir dazu was sagen? Also mir fiel jetzt halt vorhin dieses Schulbeispiel ein, du hattest die Beschneidungsdebatte genannt, also da ist halt schon erkennbar, dass es einfach so eine Müdigkeit erstmal gibt und da ist die Frage, wie lange dauert die an, bis dann sowas nochmal möglich ist, also bis dieses Thema wieder von vorne debattiert werden kann. Also du kannst es in kleinen Zirkeln sicherlich immer debattieren. Die Frage ist, ob du es in einem gesellschaftlichen Gesamtkontext voranbringen kannst. Und da sehe ich die Schwierigkeit. Also ich wollte nur mal fragen, wie ist das jetzt eigentlich, wie schätzt ihr das ein, was kann man jetzt daraus lernen? Also ich meine, okay, man kann jetzt erstmal schauen, es gibt diesen Hype-Cycle. Ist die Frage, ist jetzt unsere Aufgabe, diesen Hype-Cycle zu verändern oder zu vermeiden oder kann man den überhaupt vermeiden? Überhaupt, inwiefern sind wir da überhaupt sozusagen, wo sind überhaupt die Ansatzpunkte zur Steuerung? Ne? Also kann man tatsächlich überhaupt einen Hype steuern? Ja? Ich meine, es gibt sicherlich Beispiele, wo das gelungen ist, wo ein Hype künstlich erzeugt wurde. Es gibt aber auch, aber ich glaube, viel, viel größer sind die Beispiele, wo das eben nicht gelingt. Ja. Und ich glaube, das ist nur sehr, sehr bedingt zum Beispiel steuerbar. Und das ist halt die Frage, kann man Hypes vermeiden? Geht das überhaupt? Oder braucht man vielleicht auch Hypes? Irgendwie, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Und die Frage ist, noch eine Frage ist, wenn wir diesen Hype-Cycle kennen, den kennen wir ja schon länger von Gartner und so, aber so richtig wissen, auf welchem Punkt wir diesem Hype sind, wissen wir nie so richtig hundertprozentig. Genau. Ja? Also geht es noch ein bisschen weiter oder sind wir schon auf dem absteigenden Ast? Oder, ne? Also, ja. Naja. Also ich glaube, zu deiner Frage gibt es natürlich genau zwei Ansätze. Man könnte sagen, okay, wir gucken halt, dass wir es nicht so weit treiben, dass die Leute irgendwie so völlig kopflos werden. Also das hat ja auch immer so eine gefährliche manipulative Implikation gleich mit. Auf der anderen Seite, wenn man das nicht schafft, weil das ist genau der Punkt, der wirklich schwer zu beeinflussen ist, denke ich mal, weil das sind einfach Massenphänomene, kann man natürlich auch sagen, wir gehen hier an diese Seite ran. Also wenn dieses Ruhepotenzial ist und diese Zeit, diese Refraktärzeit, wo man sich erholt und kein Reiz mehr dazu führt, dass etwas passiert, dass man da sagt, okay, da müssen wir aber dann vielleicht als Parteien oder als Einzelpersonen gezielt entgegensteuern und das Thema weiter oben halten und da eben uns selber dagegen wehren, jetzt so ermüdet davon zu sein, sondern das Thema ist uns weiterhin wichtig, wir sind beharrlich und wir bleiben an der Sache dran und wir machen es auf eine Art und Weise, die eben versucht, nachhaltig zu arbeiten. Also eine bewusste Gegenöffentlichkeit, genau, die genau da ansetzt. Aber, das wäre zum Beispiel mit dem ACTA-Beispiel. Zum Thema, wo sind wir im Hype, habe ich im Börsenhandel irgendwann mal gelernt, es ist jedes Mal mehr. Also wenn es diesmal bis dahin geht, wird es nächstes Mal bis dahin gehen und dann dahin und dann noch höher. Also ich weiß auch nicht, was da passiert und warum es passiert, aber die Beobachtung ist schlichtweg, es ist jedes Mal mehr. Okay, aber man weiß aber nicht, bis wohin genau. Das weiß nee, du kannst es nicht. Wer das wüsste, der wäre ja sehr reich. Ne? Also ich meine, das Problem ist ja, wenn du im Hype drin bist und dann kommt noch was viel Krasseres, was die Leute aufregt, dann ist es auch ganz schnell vorbei. Ja. Das ist halt auch mal das Risiko. Nochmal ein Vorschlag für diese Ruhe-Regenerationsgeschichte. Und zwar könnte man ja auch überlegen, dass man dann einfach
im Stillen, im Hinterkämmerlein noch ein bisschen arbeitet an den Themen, ja, statt sie halt dann tatsächlich noch in der Öffentlichkeit zu halten. So. Ja, oder du bereitest, genau, sie vor. Also ja, das gibt es ja auch, dass Themen schon ausgearbeitet in der Schublade liegen und man dann einfach, wenn es dann soweit ist, sie rauspackt. Oder das Gegenkonzept, immer wenn sich Leute über, was weiß ich, deinen Twitter-Austritt aufregen, dann werden irgendwelche negativen Nachrichten, die keiner mitbekommen soll, gestreut. Es gab ja gestern einen Vortrag von der Lena, die macht ja zweiten Person, wo es ja im Grunde darum geht, dass quasi die zweite Person diejenige ist, die bestimmt, ob aus dem Einzelgänger quasi zum Leader macht, um so den Hype anzustoßen. Und das, also habe ich gerade so den Gedanken im Kopf, das sieht man auch in der Grafik auch ganz gut, dass quasi so bei der ersten Person flacht es ab, bei der zweiten flacht es ab und quasi so bei der dritten, wenn dann so diese kritische Masse dann erreicht ist, bam, gehen alle auch mit rauf. Also würde ich vielleicht nochmal anregen, so, oder habt ihr euch da auch schon irgendwie... Wir waren leider gestern beide nicht da, weil wir bei einer anderen Veranstaltung waren, aber wir gucken uns das dann gerne an. Also ich kann auf alle Fälle sagen, dass wir jetzt da noch sehr viele Linien dazwischen hätten einzeichnen können. Also vielleicht dann auch erst die 10. Person. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja tatsächlich einfach nur die Grafik eines Aktionspotenzials. Ne? Also es ist halt so ähnlich und ich stelle mir tatsächlich vor, dass Hypes genau so ungefähr verlaufen, aber was genau wo, wie liegt, das ist ja nur im Wagen. Ne? Also das diente ja nur als Vergleich und auch so ein bisschen zu zeigen, ja, vielleicht ist es auch etwas, was einfach sehr menschlich ist, weil unsere Zellen, unsere Nervenzellen reagieren ja genauso auf Reize. Und letztendlich, was bei einem Hype passiert, ist ja auch, dass ein Reizthema da ist. Also man kann es ja wirklich Reizthema nennen und dann geht es ja hoch. Zack. So, weiter. Ja, ein paar Sachen wurden schon gesagt. Aber was mich trotzdem nochmal so jetzt zum Nachdenken bringt, was ihr so gesagt habt, ist, wenn man so zum Beispiel die Hypes, die in Medien ja auch immer wieder passieren, ganz, ganz schlimme Sachen für 2 Wochen und dann auf einmal, als wäre es nie geschehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl oder merke das auch für mich, bin zum Beispiel im letzten halben Jahr, was das Netz betrifft, auch eher viel ruhiger geworden. Du hattest es auch auf irgendeinem Slide. Weil ich auch gemerkt habe, durch die ganzen Hypes tritt das eigentliche Thema, worum es geht, die Leute werden entweder irgendwann müde oder sie pushen nur mal kurz mit und irgendwann passiert genau das, was ihr auch gesagt habt, man hat dann gar keinen Bock mehr. Man hört dann so Worte, das haben wir hier ja dieses Wochenende viel gehört, zum Beispiel wie Transparenz oder irgend sowas in der Politik und du denkst dir, ich kotze gleich, ich kann es nicht mehr hören. Und ich nehme nochmal so für mich mit, was wir eigentlich auch für eine Verantwortung tragen, wenn wir so einen Hype praktisch mit hochpushen. Den hochzupushen, denke ich, ist ja manchmal auch ganz hilfreich, um auf was aufmerksam zu machen. Aber was machen wir auf dem Weg, der da runtergeht? Und ich glaube, das war ja, Michael, glaube ich, auch so ein bisschen deine Frage oder Anmerkung. Ich glaube, dass man da echt nochmal ganz anders und bewusst mit umgehen sollte, glaube ich, als jeder Einzelne drüber nachzudenken, wenn ich das mitmache, weil ich es wirklich gut und wichtig finde. Aber was mache ich denn nach den 2 Wochen? Mache ich es dann wie die Medien und ich bringe es einfach nicht mehr und tue so, als ob das Problem nicht mehr da wäre, bis es das nächste Mal interessant ist? Oder arbeite ich wirklich vielleicht im stillen Kämmerlein oder irgendwie da dran? Also, ja. Ich bin dran. Ja, ich finde es gut, wenn viel im stillen Kämmerlein auch programmatisch gearbeitet wird, auch bei der Piratenpartei, auch wenn mir das vielleicht viele Leute nicht glauben wollen würden. Ne? Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn mehr im stillen Kämmerlein an Programmatik und Strategie gearbeitet würde, damit irgendwann auch mal was rauskommt. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen. Also Politik ohne Emotionen fände ich ganz doof. Genau. Aber trotzdem, also es wurde ja hier gebracht, auch mit charismatischer Führerschaft, so Hitler und so. Aber auf der anderen Seite, nee, ich spitze immer zu, damit es verständlicher wird. Wenn es unverständlicher wird, sagt es bitte. Aber zum Beispiel finde ich,
finde ich, kann ich einer politischen Rede, die rhetorisch gut gemacht ist und die, wo auch Energie und Emotionen dahinter sind, kann ich etwas abgewinnen. Und ich fände es schade, wenn es sie nicht mehr gäbe. Und mit diesen Hypes ist es eben etwas, was die Leute ja auch irgendwie berührt hat. Also was sie am Herzen, genau, Kada hat es ja gesagt, hach, wo sie vielleicht irgendwie an Sex gedacht haben oder sonst was, irgend so ein Kick, ja, also sowas Emotionales, also das wird, glaube ich, auch in der Politik und in den Medien immer drinne bleiben. Man muss ja auch einfach sehen, dass es, vorher gab es ja die Hypes auch, das hat mein Vorredner auch gesagt, und jetzt ist der Hype nur so ein bisschen demokratisiert worden, und wahrscheinlich ist das Problem einfach, dass die Leute, dass zurzeit wir in so einer Transformationszeit sind und dass ihr auch als Mitglieder der Piratenpartei vielleicht viel Herz auch daran hängt und mit eurem Herz da drin hängt und dass es deswegen so extrem anstrengend für euch ist. Und vielleicht hört das auch, also abgesehen davon, dass es super wichtig ist, programmatische Arbeit im stillen Kämmerlein zu machen, hört es vielleicht auch auf, wenn der dritte Hype, der zum ähnlichen Thema ist, wenn der wiedergekommen ist. Vielleicht gewöhnt man sich da auch dran. Also vielleicht müssen alle gemeinsam lernen, mit den Hypes umzugehen, denn Emotionen werden, glaube ich, immer bleiben, außer wir lassen uns alle zu Robotern umoperieren. Ja! Tja, das ist jetzt eine philosophische Frage. Weitere Fragen, Einwürfe? Ja, du hattest noch. Worüber ich gerade so ein bisschen nachdenke, ist, ob diese Sache mit den Hypes halt tatsächlich auch selber in dieser Hype-Cycle-Regel folgt. Dass diese Thematik, es gibt einen Shitstorm, genau deswegen Aufmerksamkeit erfährt, weil es für viele noch eine neue Sache ist und eine möglicherweise auch, man hat gesehen, es ist effektiv und es funktioniert gerade. Also ja, Shitstorm und, ist ein Hype. Ja, aber dieses, auch sonstige Hypes, die eben gerade im Netz ab, die eigentlich über Gebühr hinaus Presseberichterstattung erfahren und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage wäre, was denn als nächstes kommt, ob es eine Hype-Depression geben wird und ob die gesamten Hypes eben an sich auch wenn man das auf die Metaebene hebt, ob das dann auch eben gerade dieser Welle folgen wird. Ich weiß es auch nicht, ich wollte das nur mal noch anmerken. Aber in jedem Fall bleibt der Hype, also auch wenn er sich selber begutachtet. Ja.